Hallo und willkommen zu Identity 5. Mein Name ist Felix und ich spiele mit dem Charakter Mind's Eye, also das geistige Auge. Dieser Charakter ist blind. Ihr seht hier, ich bin hier gefangen in reinster Schwärze. Mein Vorteil ist, ich bin 30% schneller im Reparieren, bekomme deutlich weniger Skill-Attacks. Der Nachteil ist, ich springe langsamer über Paletten und über Fenster. Und ich habe hier einen Blindenstock. Wenn ich laufe, sehe ich da ein bisschen mehr, ne? Dann sehe ich ein bisschen meine Umgebung besser. Ansonsten hätte ich ja keine Chance wegzulaufen. Aber wenn ich... Aber wenn ich hier meinen Stab einsetze, wird die Map kurz hell. Und alle sehen die Aura des Killers und wissen sofort, wo der Killer ist. Außerdem sehe ich alle Kodiermaschinen und alle Mitspieler, soweit sie sich halt bewegen, in meiner Nähe. Und ihn sehe ich auch laufen. Ich sehe halt nur Mitspieler in meiner Nähe, wenn sie laufen, weil sie dadurch Bewegung erzeugen und ich die Bewegung sozusagen wahrnehme. Genau. Aber wie gesagt, ein Charakter halt, der halt sehr gut... Alter! Was war denn das? Warum erschreckt er mich so? Also ist ein Charakter, der sehr gut dafür gedacht ist, an den Maschinen zu arbeiten, weniger gejagt zu werden, weil ich ja langsamer bin, wenn ich über Paletten oder sowas drüber springe. Aber dafür habe ich einen super... Ich muss mich, glaube ich, gar nicht hinhocken, ne? Ich glaube, das hatte wurde schon in meiner Folge geschrieben, dass es reicht, wenn ich einfach stillstehe. Aber gut, manchmal legt man Gewohnheiten nur sehr schwer ab. So, hinten ist die irgendwo in der Fabrik. Und ich sage den Leuten einfach mal... Fokus in die Kohle. Okay, ich laufe schon mal eher weg, weil ich habe eher Schwierigkeiten, dann vom Killer wegzukommen. So, ich sehe, dass die dort hinten gejagt werden. Ich schaue so ein bisschen nach hinten und renne gegen jeden Mist hier. Die sind dort hinten also. So, mein Vorteil ist ja auch im Grunde, dass wenn sich irgendjemand in meiner Nähe bewegt, dann sehe ich den halt schon viel eher, ne? Gut, wenn ich jetzt normal spiele, also einen anderen Charakter spielen würde, sage ich mal, dann würde ich ja theoretisch den ja auch vorher sehen, ne? Jetzt sehe ich ihn halt deutlicher durch die Aura, ne? So, der wurde dort hinten geschnappt. Ich mache hier einfach weiter die Maschine an. Dort hinten läuft ein Forward, also ein Rugby-Spieler, denke ich, dahin. Was haben wir überhaupt? Wir haben eine Barmaid, also eine Barfrau, einen Prospektor und einen Rugby-Spieler. Keine Ahnung, was die Barfrau macht. Also gut, ich habe es jetzt auch schon, weil ich nicht mehr gespielt. Kommen da immer regelmäßig neue Charaktere raus, neue... stillstehen. Neue, sag schon, Überlebende und neue Killer, ne? Und da habe ich jetzt nicht unbedingt immer alles im Kopf, wer jetzt neu dazukommt und was die Kraft ist. So, wir machen aber jetzt erstmal die Maschine. Die haben gerettet mit geliehener Zeit, ne? Das haben wir oben rechts gesehen, da war kurz dieses Schutzschild. Ich habe übrigens auch hier irgendwie eine Aufgabe, ich muss ganz viel reparieren. 320% sind etwa, drei volle Generatoren. Und nochmal... So, wo bist du, Spinne? Ah, dort hinten, okay. Also drei volle Generatoren und dann mal noch... einen anderen Generator irgendwie anfassen oder so, keine Ahnung. Ich versuche aber jetzt hier nicht auf meine Mission zu spielen, sondern einfach aufs Gewinnen und mache jetzt hier die Generatoren alle fertig. Ansonsten müsste ich die Generatoren auf 99 bringen, dass ich das noch irgendwie schaffe. Der wird dort hinten auf den Stuhl gestellt. Der Forward kam, glaube ich, angelaufen. Jetzt wurde der Forward niedergemacht. Und schafft der Prospektor. Wahrscheinlich sehe ich ihn leuchten wegen der Mine. Der kann ja so Minen setzen. Vielleicht sehe ich ihn deshalb so schimmern. Der Vorwort sagt, hilf mir, aber ich mache hier lieber den letzten Generator. Dann hat er vielleicht Adrenalin und wir kommen hier alle raus. Zumindest wäre das ein idealer Plan. So, jetzt wird es nämlich richtig... doch nicht. Okay, ich sehe dort hinten das Tor. Aber wenn ich jetzt hier mir nicht merke, wo das Tor ist, dann bin ich halt vollkommen blind. Hab keine Ahnung, wo ich hinrennen muss. Und hier, ne, manchmal sieht halt wirklich alles gleich aus, jede Mauerstruktur. Darum muss ich am Anfang so ein bisschen dann jetzt noch besser schauen als mit anderen Charakteren, wo die Tore sind. So, ich setze mich hier ran. Ich habe mein Ding nicht geschafft, ne? Aber damit habe ich gerechnet. Ja, wie gesagt, ich wollte jetzt hier nicht dafür irgendwie das Spiel riskieren. Beziehungsweise manchmal ist es halt echt schwierig, sowas zu schaffen. So, der wird gejagt, der Prospektor irgendwo. Keine Ahnung wo. Ich bin halt sowieso nicht so der Charakter, der geeignet ist, irgendwie um zu retten oder so. Weil ich ja nicht viel sehe zumindest. So, dort hinten
wurde derjenige geschnappt. So. Ja, ich zur Hintergrundgeschichte, ne? Also sie ist halt ein blinder Charakter, der halt nur durch den Stab hier was sieht, ne? Ich glaube, das merkt man aber, weil ich es nicht explizit gesagt habe, erwähne ich es nochmal. Ich finde es aber ziemlich cool, dass man sich so, ne, den Charakter so eingebaut hat und so. Na los, ich bin schnell genug. Und sie hat daneben geschlagen. Ich bin halt super langsam über alles drüber schlagen. So, los komm, ich stehe hier so ein bisschen im Weg. Ich weiß nicht, ob sie Detention hat. Nee, hat sie nicht. Puh. Okay, jetzt blockt er mich so ein bisschen. Aber wir kommen raus. Okay, sehr gut. Wir haben ein bisschen gebuddyblockt. Dadurch kam der andere Typ noch raus. Ansonsten wäre das da langweilig voll gewesen. Hätte ich ja nur repariert. So, wenn ich zuschaue, habe ich aber normale Sicht. Okay, das ist die Barfrau. Die hat anscheinend auch sehr viel Bier mit dabei. Wie gesagt, ich weiß nicht so genau, was sie kann. Vielleicht kann sie irgendwie... Nee, sie kann sich betrinken. Okay, was... Die wartet jetzt noch irgendwie auf den Killer. Das ist nervig. Ich gehe jetzt mal raus. Der Killer wird jetzt hier nicht mehr Punkte machen, ne? Sie wahrscheinlich auch nicht. Ich höre die meisten Menschen. Aber habe ich viel an Generationen gearbeitet. So, das waren die Punkte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen. Wie findet ihr den Charakter? Ich finde es ziemlich cool, weil der Charakter halt ein total neues Spielelement, ein neues Spielgefühl mit einbringt, ne? Deshalb finde ich hier, meint, ich weiß gerade gar nicht, wie ihr Name ist, ich glaube Helena Adams. Finde ich ziemlich cool. Na gut, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!